Herzlich willkommen. Heute ist ein ganz besonderer Abend. Und ich wollte eigentlich schon längst mit meinem Popo in der Kiste sein. Nicht falsch verstehen, hier ist natürlich ein Bett mit gemeint. Aber ich bin so aufgeregt. Ich habe nämlich gerade den Schwarzfels durchgespielt und für alle, die es verpasst haben, ist der Link in der Videobeschreibung. Und da ich den Schwarzfels jetzt durchgespielt habe, wisst ihr ja, ist ja logisch, sonst macht man das ja nicht, habe ich natürlich auch neue Karten. Und neue Karten bedeutet neuer Spaß. Und ich habe ja nur lang genug gewartet und ich habe es immer vor mir hergeschoben und habe gesagt, oh, Naxxramas, dafür bin ich zu schlecht. Oh. Da habe ich es doch gemacht und es war relativ easy. Und beim Schwarzfels, um ehrlich zu sein, war es genauso. Ich will jetzt nicht sagen, war super easy, aber war schon recht easy. Also der normale Spielmodus vom Schwarzfels, da rutscht man eigentlich durch. Also ich habe da keine Stelle gehabt, wo ich jetzt ultra lange Probleme hatte. Ich glaube, in Naxxramas habe ich teilweise für den Boss mehr Tries gebraucht. Jetzt nicht im Durchschnitt, sondern bei einem bestimmten. Da habe ich, glaube ich, mal 4 Tries gebraucht. In Naxxramas für den einen. Und jetzt beim Schwarzfels habe ich, glaube ich, spätestens beim dritten Versuch jeden geschafft. Und die meisten First Try. Also, war recht einfach. Wie gesagt, Links auf dem Kanal und in der Videobeschreibung, falls ihr das verpasst habt und oder euch interessiert. Und jetzt. Richtig geil. Zur Feier des Tages, Folge 101. Ja, rutsche ich nochmal extra für euch auf Seite. 455 Münzen. Und wir haben nur noch offene Quest. Und die Quest gibt auch nochmal 60. Aber das machen wir jetzt nicht. Keine Sorge. Wir machen nur ein Ding. Ein einziges Spiel. Ne, so viel kann ich schon mal verraten. Aber auch nicht einfach so. Ne. Wir müssen ja jetzt erstmal ein Deck bauen. Das is it ja, ne? Wir müssen jetzt erstmal ein Deck bauen. Oh, ich muss nochmal zurück. Oh, wir haben so viele. Ich muss euch das erstmal zeigen. Ich muss das auch selber erstmal realisieren. Wie gesagt, alles, was ich mit dem Account mache, ich meine, ihr wisst es ja mittlerweile, die meisten, aber kommen ja immer wieder neue dazu. Deswegen muss ich mich auch immer wieder wiederholen. Ne? Oder vielleicht mal die alten Folgen gucken, wäre vielleicht auch von Vorteil. So. Ich sage es aber nochmal für euch, weil ich euch so lieb habe. So. Also, alles, was auf dem Account, mit dem Account passiert, alles nehme ich auf. Das ist Record Everything. Und zwar immer und immer auch mit Facecam und immer lade ich das auf dem YouTube-Kanal hoch. Das heißt, alles, was passiert, könnt ihr nachvollziehen. Und wenn ihr wollt, auch fast genauso nachmachen, weil ihr habt natürlich nicht die gleichen Karten in den Packungen, die ihr öffnet und so weiter und so fort. Und es ist ja auch nicht alles gut, was ich mache. Ja, da fahren wir ab. Aber es ist, ihr könnt halt alles nachvollziehen. So. Und dementsprechend muss ich für mich und falls es den einen oder anderen von euch interessiert, erstmal gucken, was ich jetzt so habe und was man da so machen kann. Also ich habe so viele Ideen auch an Decks. Aber keine Sorge, da wird jetzt kein Deck-Tutorial. Ne? Ich möchte jetzt erstmal meine Decks ein bisschen pimpen, vielleicht komplett auch neu machen. Diese Deck-Zusammenstellung, man hat eine Idee, man baut ein Deck und guckt, ob es funktioniert. Das ist ja auch das, was Hearthstone ausmacht. Das ist ja das, was auch geil ist. Ne? Ich bin ja auch persönlich, ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn ihr das macht. Ich bin gerade so im Redefluss, weil ich mich so freue. Ich habe ja nichts dagegen, wenn ihr das macht. Weißt du, es gibt ja genug Internetseiten. Such da einfach hier Overpowered Mage Deck und dann findest du schon was. Ne? Der Dr. Balance darf nicht fehlen und dann kommen noch hier die ganzen Shredders mit rein und so. Und dann rockt man schon in der Ladder. So ist es nicht. Aber ist nicht mein Fall. Auf den Punkt wollte ich kommen. Ich baue meine Decks selber und vielleicht, weißt du, wenn irgendwann ein bisschen
der Saft raus ist, sage ich mal, und die Sache so ein bisschen trocken wird und ah, okay, ich habe keine Ideen mehr, ich habe euch alles gezeigt, was mir durch den Kopf geht und hat funktioniert oder nicht oder was, dann kann es schon mal sein, dass ich mir auf Ankündigung auch, dann sage ich euch hier, das Deck habe ich da und da geklaut, sage ich euch dann auch ganz ehrlich. Und das probiere ich jetzt aus für euch und sage euch, ob das stinkt oder ob das gut ist. Und da mache ich auch so ein Tutorial-Ding da draus. Aber momentan baue ich mir alles selber. Und ich will mich auch nicht spoilern lassen und ich will auch nicht, ne? Ich meine, wenn ihr mir schreibt in die Kommentare, ey Lean, tausch mal das mit dem, ist besser, dann bitte gerne. Ne? Aber ich möchte hier nicht irgendwelche Internetseiten-Krams. Das nicht. YouTube-Kommentare von euch, da nehme ich gerne Ratschläge an. Das ist aber auch was anderes. Ne? Okay. Jetzt habe ich so viel gequatscht. Und wie gesagt, nicht falsch verstehen, ihr könnt super gerne euch Decks von irgendwelchen Internetseiten nehmen. Die sind ja auch nicht umsonst gut. Und ich habe auch schon oft genug gesagt, Karten haben und Kartendecks bauen können. Das ist, sind zwei Punkte, die wirklich sehr, sehr viel ausmachen in Hearthstone. Ne? So, boah, da kann man schon viel machen. Da geht schon einiges, da geht schon einiges. Boah, vor allem auf den Jäger freue ich mich. Boah, der wird richtig, der ist ja jetzt schon derbe. Ne? Ich meine, ich würde auch gerne einen Röscheljäger machen, aber der Gesichtjäger, der haut so ins Gesicht rein. Da kann man schon gar nicht anders. Da muss man ja einen Facehunter spielen. Gut, den hätte ich auch gern zweimal. Ach, wisst ihr was? Ich habe schon wieder alles vergessen. So, ich bin ja hier eben auf Seite gerollt, um euch die 455 Gold zu zeigen. Und das habe ich auch nicht ohne Grund gemacht. Wollte ich nicht, weil ich kaufe mir jetzt noch mehr. Ah, was soll ich machen? Gnome oder Dinger? Ach komm, Gnome. Kaufen! 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 Ja, bevor er anfängt zu flamen. Ich weiß, dass man das hier ändern kann, ne? Ja. Vier Packungen zur Feier des Tages, komm. Vier Packungen zur Feier des Tages. Ach, die haben wir schon. Ja, ist aber trotzdem. Ah, ein bisschen Staub. Komm, Legendary, komm, eine Legendary. Waren auch nicht schlecht. Also ich habe jetzt zu schnell auf weitergemacht, weil ich ungeduldig bin. Ne? Ihr merkt es schon, mich sticht heute der Hafer. Ich habe Hummeln im Po. Aber ne, da war ja hier dieser Priester-Mech. Wenn du heilst, dann schießt der einen raus. Ne? Das ist auch nicht übel. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Golden und selten. Davon können bitte mehr kommen. Baum des Lebens. Ah, okay, was haben wir denn hier? Schurke. Ritzelschrauben, Schlüssel. Okay. Zwei Angriff, solange ihr Mech auf dem Schlachtfeld habt. Okay, boah. Ja, goldenes Portal ist natürlich die Sammelleidenschaft, die da kommt. Sehr cool, freue ich mich. Belagerungsdings da. Ja. Der Panzer Max ist natürlich krass, da brauchen wir gar nicht drüber zu babbeln. Gimme, gimme, gimme. Okay, okay. Zwei blaue schon mal. Und noch eine Epic. Wie geil ist das denn? Golden und gewinnen. Golden! Selten! Selten! Geil! Das ist cool für einen Secret Mage. Da habe ich mit meinem alten Account zwei von denen drin gehabt und immer wieder mit dem Echo auf die Hand geholt. War witzig. Ach, nochmal die für den Krieger. Ja, okay, haben wir die auch schon zweimal. Oder öfter. Boah, jetzt Baum des Lebens. Golden und episch. Golden und episch? Nehme ich gern. Ja, kann man auch in Mildeck gebrauchen, ne? Ist jetzt, ja, doch.
Schön, schön, schön. Ich freue mich. Die Folge wird immer besser. Die wird immer besser. Ich bin so aufgeregt und es sind schon 10 Minuten rum. Es kommt mir so vor, als wäre eine Sekunde rum. Ich bin so aufgeregt. Schön. Oh, goldenes Portal. Ne? Oh, was können wir für ein geiles Mage-Deck bauen? Ich werde verrückt. Hier, Schattenboxer, den habe ich gemeint. Was haben wir noch gekriegt? Boah, hier die Epic-Waffen natürlich, den zweiten davon. Hammergeil. Oh, jetzt haben wir von beiden Add-ons alle Karten, das ist auch schon mal schön. Die haben wir jetzt auch zweimal gekriegt. Für den Krieger. Aber Krieger machen wir schön Grim Petrin jetzt, ne? Das ist klar. Den Golden ist auch nice. Die ist nice. So viele nice Karten. Yeti. Oh, so geil. Ich freue mich, Leute. Oh, 60 Staub. In the pants. So. Und wir haben auch 445 Staub. Aber keine Sorge, ich crafte jetzt nichts. Da mache ich eine extra Folge für euch. Weil dann crafte ich mir direkt krasse Sachen. Und das wäre zu schade, das einfach so. Okay, alles kommt weg. Alles kommt weg. Wir machen jetzt Mage-Wochen. Mage-Wochen ist Quatsch. Aber wir machen jetzt erstmal. Ja, was machen wir überhaupt? Nicht Comeback. Comeback ist falsch. Komm. Geile. Nee, komm. Machen wir anders. Jetzt heißt es so wie vorher. Komm, ich nenne das jetzt hier Schwarzfels fertig. Ganz trocken, ganz einfach. Schwarzfels fertig. So. Den Wurm hätte ich an sich auch gerne zweimal. Aber es geht nicht, da ist kein Platz. Pochtel, Wurm. Zweimal Pochtel ist drin, Wurm ist drin. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Keine Intelligenz. Duplizieren. Zweimal Ihmchen. Auf jeden Fall. Zauberformerin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hier Feuerball. Boah, wir können so ein Freeze-Mage probieren. Und den hier duplizieren, Alter. Aber wir brauchen noch ein Echo, ne? Ein Echo habe ich nicht. Oh. Echo. Bräuchten wir zweimal ein Echo. Da. Echo von Medivh. Haben wir leider nicht. Das wäre schön. Das wäre schön. Haben wir leider nicht. Naja, gut. Dann anders. Dann können wir kein so ein Ding bauen. Dann müssen wir es anders machen. Da kommt die Spielgestalt noch rein. Zweimal Blizzard. Drachen Odem. Sagt viel Schaden, kostet ein weniger für jeden Diener, der. Naja. Ja, natürlich die hier ganz oft hätte, duplizieren oder hier Echo, ne? Dann wäre es natürlich cool, aber wie oft ist das der Fall? Ne? Was haben wir denn so an Mech-Karten? Gucken wir mal, was haben wir denn an Mech-Karten? Können wir schon einen passablen Mech-Mage bauen? Wollen wir überhaupt einen Mech-Mage bauen? Den hier bräuchten wir zweimal dafür, das ist klar. Den haben wir zweimal, das ist gut. Ah, für die Freeze-Action haben wir auch schon genug. Den haben wir zweimal, das ist gut. Den haben wir zweimal, das ist gut. Den haben wir nur einmal, das ist schlecht. Und den haben wir nur einmal, das ist schlecht. Den bräuchten wir auch und den. Naja, egal. Den packen wir auf jeden Fall ein von den Mechs. Der ist einfach zu krass. Dann brauchen wir noch One-Drops eventuell. Und den packen wir ein, weil der Nervotron ist einfach zu krass. So, weiter geht's. Nervotron.
So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Boah, Drachen? Ja, nee, das. Für Magier ist das momentan zumindest noch nicht so gut. Ich meine, mit dem nächsten Add-on, das ja schon angekündigt ist, habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Da wird Drachenmagier ein bisschen spielbarer sein. Aber momentan ist das leider noch nicht der Fall. Deswegen müssen wir uns mit dem zufrieden geben, was wir haben. Hungriger Drache, naja. Bin ich alles nicht so von überzeugt. Den Yeti können wir reinpacken, der ist gut. Der ist gut. Leider haben wir den nur einmal. Ja, der ist auch nicht schlecht. Den können wir natürlich mit Magier triggern, aber kostet zu viel. Ne? Das ist eigentlich eine Karte, die mit dem Krieger gut funktioniert, aber mit dem Magier. Lugatep können rein. Der kann rein. Jetzt wird es auch langsam schon eng, ne? Bei der Macht von Ragnaros können wir machen. Boah, Nefarian, Alextrasa. Da ist viel drin, Freunde. Chromagos. Ich weiß es nicht, ne? Im Moment sieht die Kurve smoothy aus. Brauchen wir einen Flammenstoß? Brauchen wir den zwingend? Ich spiele so selten mit Flammenstoß. Nee, brauchen wir nicht. Dafür kann ich den Chromagos reinpacken. Und Alextrasa. Und ich glaube, dabei belasse ich es. Nefarian, das wäre, glaube ich, alles zu viel, oder? So, und dann packen wir den noch rein. Und dann mal Nefarian auch mitnehmen. So, jetzt überprüfe ich nochmal. Mana-Wurm für Turn 1. Cool. Aber ist natürlich auch an. Da braucht man auch Glück, dass man den hat, ne? Portal Turn 2. Nervotron Turn 2 wäre gut. Zauberlehrling Turn 2 wäre nicht schön, kann man sagen. Das wäre echt nicht schön. Das ist zwar eine 2-Mana-Karte, aber die möchte ich eher später haben. Ne? Arkane Intelligenz Turn 3 wäre gut. Spiegelgestalt duplizieren auch. Flammenschürer Turn 3 vielleicht. Dann haben wir Feuerball Yeti, Azurendrache 5, Loatep, Schlickspucker, das. Eine Karte haben wir noch. Eine Karte haben wir noch. Aber mir fällt gerade auf, ich bin ein bisschen Banane. Denn ich habe eine ganz, ganz wichtige Mage-Karte vergessen. Hier. Und deshalb müssen wir irgendwas rausschmeißen. Ich glaube, ich werde den Zauberlehrling raustun. Ja, ich werde den Zauberlehrling raustun und dafür noch einen Frostblitz rein. Weil der Zauberlehrling, der stirbt sowieso sofort. Und den zum Traden zu nehmen, ist, da hemme ich mich auch ein bisschen. So sieht die Mana-Kurve aus, so sieht das Deck aus. Wer Bock hat, wer die Karten auch hat, kann das gerne so nachbauen, nachprobieren, ob das so gut ist oder nicht. Schreibt bitte auch in die Kommentare, was ihr von dem Deck haltet. Ist das cool? Ist es nicht cool? Was könnte ich daran verbessern? Und sind so meine Gedankengänge vom Deckbau her eher gut oder eher nicht gut? So. Okay. Schwarzfels fertig. Magier-Deck. Ich glaube, das ist das fünfte Deck insgesamt, was wir gebaut haben. Und los geht's. Eine Runde mit Magier machen wir. Dann ist die Folge vorbei. Und dann werden wir morgen, sehr wahrscheinlich, ich mache jeden Tag eine Hearthstone-Folge, werden wir morgen in der Folge 102 den Jäger machen. Und ich schummel nicht, ich gehe nämlich nach dieser Folge jetzt ins Bett. Jäger gegen Uhr.
Ninja. Ich werde wie ehrenhaft kämpfen. Ihr habt es so gewollt. Too much. Das hängt so ein bisschen davon ab, was er jetzt tut, ne? Ja. Ich meine, wir haben einen Coin, ne? Das heißt, er ist dran. Gucken wir, was er legt. Wenn er nichts legt, können wir auch Coin Portal machen, ne? Können wir uns aber auch einen Coin aufsparen und auf weiter drücken. Ah, ne. Das ist zu langsam. Wir machen Coin Portal. Und dann können wir im nächsten Zug den hier spielen. Das ist schon gut. Okay. Fügt allen unverletzten feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Wenn er jetzt einen Diener spielt mit 2 Leben, jawohl, dann spiele ich den direkt aus. Spiele ich den direkt mal aus für 2 Mana. Was lauert in dem Team? So, jetzt liegt nämlich eine 4-3er. Ne? Die kriegt er so schnell nicht weg für 3 Mana. Genau das. So, und jetzt können wir nämlich hier Spiegelgestalt machen. Hinter euch. Und Fratze. Und dann kriegen wir die erstmal schön kopiert. Nächsten Zug dann. Ja. Spiel was Krasses aus. Naja. Melde mich zum Dienst. Puh. Ein Frostblitz wäre vielleicht nicht schlecht jetzt, ne? Seid ihr noch da? Hallo? Ja, ihr seid noch da. Ihr seid noch da. Oh, ich würde den ganz gerne nur mit dem kombinieren oder sowas. Oh no. Gut gespielt. Das ist auch ziemlich hart mit der Waffe. Wir sind übrigens immer noch Rang 15, obwohl das schon so lange her ist. Ich meine, der Rang verändert sich ja nicht, aber ist ja schon ein bisschen länger her alles, ne? Bei der Macht von Ragnaros. So, jetzt können wir gleich übelste Combo Wombo machen. Vielleicht. 2, 4, 6, 8 Mana. Für die Ultra-Kombo. Ah, der macht ihn weg. Blöd. 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 Doof, Mann. Das ist doof, Mann. Das ist so doof, Mann. Der macht 2 Schaden, ne? Ah. Ich brauche schon ein bisschen Glück, dass die beiden dann auch sterben, ne? Ach, ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich auch Chromagos spielen. Ja, komm, ich spiele Chromagos. Muss ja wenigstens jetzt dafür sorgen, dass er weg ist, ne? Gleichheit. Komm, ich weiß. Du willst Gleichheit spielen, weil du Gleichheit auf der Hand hast. Willst du Gleichheit spielen, weil du ihn loswerden musst? Oder auch nicht? Es tut mir leid. Ja, okay. Gut gespielt. Ja, okay. Ah, wie gesagt, das war ja eingeplant. Ich wusste ja, dass der wegkommt. Und jetzt haben wir nämlich 8 Mana und können 2, 4, 6, 8 die übelste Combo-Wombo machen. Und das war ja mein Ziel.
Und ich habe gehofft, dass ein bisschen mehr bei drauf geht. Naja. Ich diene dem Feuerfürsten. Feuerfürsten, Feuerfürsten. So, komm, Böller raus. Das war's. Schön. Hab einen. Genau so habe ich mir das gedacht. Wir haben noch nicht verloren. Die ersten schon wieder GG in den Chat geschrieben, ne? Ja, ja. Ich weiß genau, wie es läuft. Ach, das schafft der Lee nicht mehr. GG. Lasst mich nach. Naja. Das ist zu Ende, wenn es zu Ende ist. Boah, dann können wir gleich hier das und das und das und alles. Hier willst die Combinations. Guck mal, der ist jetzt schon im Schwitzen, ne? Wenn er die zwei Kollegen hier sieht. Und ich hätte die gerne dupliziert auch. Das ist nämlich meine Idee. Ich hätte die am liebsten noch mit Echo duplizieren und Echo und dann immer mehr davon. Ach, da geht der erste schon drauf. Schade. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Ah, da geht der zweite auch drauf. Gut gespielt. Gut gespielt. Aber der hatte Panik, der hatte Pipi in den Augen, ne? Nur noch drei Karten auf der Hand. Sorgen wir mal für mehr Pipi. Gut. Was jetzt, Kollege? Was jetzt? Hm? Wie viele Karten haben wir denn noch? 14? 12? Okay. Worauf geht er? Leper Gnome. Oh! Zornige Vergeltung, Epic! Haben wir auch. Haben wir auch, kennen wir auch die Karte? Ui, göttliche Dinger, Junge. Gut gespielt. Das ist eine Karte, die mich immer wieder überrascht und worüber ich mich immer wieder ärgere. Ärgere ich mich immer wieder über diese göttliche Gunst. Das Licht beschützt mich. Tja, hat er gedacht, ne? Hast du gedacht, dass ich mir die kopieren will? Mhm. Und die Welt erzittert. Gut gespielt. Duplizieren, Junge, duplizieren. Okay. Aber nett ist das Ganze nicht. Das haben wir ja schon gelernt. Das wissen wir ja. So. Falls er auf die dumme Idee kommt, den hochzubuffen. Hoffentlich macht er jetzt nicht allen außer Isera tot. Weil das wäre nicht schön. So eine Karte hätte ich auch gerne hier. Die hätte ich auch gern. Die Karte, ne? Ja. Hau mal drauf, ne? Ups, dupliziert! Danke. Dankeschön! Ja, mach mal, ne? Gar kein Problem. Melde mich zum Dienst. Dankeschön, ne? Da sagen wir einmal laut Danke. Man muss auch immer Danke sagen, ne? Dankesagungen sind wichtig. So. Es geht weiter. Es geht weiter. Schlickspucker. Ich bin so ein Idiot. Das war ein Fehler. Gut gespielt. Ah, ich bin so ein Idiot. Ah, das wäre ein Win gewesen. Ich habe wieder nicht aufgepasst, ne? Deswegen guckt euch das nicht ab, Kinder. Ich den Schlickspucker. Weißt du, ich war wieder so fasziniert von diesem duplizieren Schlickspucker. Nochmal duplizieren. Hast du nicht gesehen. Da war ich schon wieder so fasziniert von, dass ich alles andere vergessen habe. Komm. Duplizieren. Zack. Schon wieder, ne?
der kriegt mich jetzt nicht tot, oder? Ey, wenn ich das jetzt noch verliere, ne? Dann rast die Show. Oh. Schön. Vorbei. Ja, die Gerechtigkeit, die verlangt nach so einigem. Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Ja. Hätte ich im letzten Zug schon platt gemacht. Siegesträhne Boosterstern! Ah. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, zum Abschluss zeige ich euch nochmal das Deck, falls ihr das mal selber ausprobieren möchtet oder so, oder vielleicht ein bisschen dran rumdoktern möchtet. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat und dann freue ich mich aufs nächste Mal, auf morgen oder wann ich auch das nächste Mal aufnehme, sehr wahrscheinlich morgen. Und ihr bekommt davon sowieso nichts mit, ihr seht das eh morgen. Heute ist nämlich der 25.07. Und mal gucken, wann ich das hochlade. Ich glaube, das wird noch dauern. Das wird noch ein paar Tage dauern, bis ihr das seht. Und nächste Folge machen wir dann Jäger. Und da freue ich mich auch drauf, weil da haben wir auch neue Karten gekriegt. Und das wird schön. Das wird richtig schön. Vielleicht kriegen wir jetzt mit allen Klassen so ein krasses Deck hin. Ne? Dann können wir mal ein bisschen kaputt machen, die Leute. Ne? So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Tschüss.